Herzlich willkommen zu unserer heutigen Online-Veranstaltung mit der etwas provokanten Frage im Titel: Wem gehört der Fußball? Mein Name ist Nils Merten, ich bin Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ich heiße euch alle recht herzlich im Namen des Stiftungsverbundes willkommen zu diesem Abend, denn diese Veranstaltung ist eine Kooperation zahlreicher Landesstiftungen, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und wir sind somit heute hier organisatorisch bundesweit vertreten. Diese heutige Veranstaltung ist der zweite Teil einer kurzen Reihe, die wir ins Leben gerufen haben als Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo wir uns mit aktuellen Fragen und Entwicklungen rund um das Fußballgeschehen oder viel besser gesagt um das Fußballgeschäft befassen. Wir haben uns in der letzten Woche an dieser Stelle bereits mit der Frage beschäftigt, inwieweit sich die Corona-Pandemie auf die Fußballindustrie auswirkt und haben diskutiert, ob nicht auch gerade in der Krise, die jetzt ist, nicht auch Chancen liegen, Möglichkeiten sind für dringend notwendige Reformen des Geschäfts. Wir wollen daran heute anknüpfen und uns mit dem Profifußball im Spannungsverhältnis zwischen Kommerzialisierung, Protest, aber auch der dringenden Frage nach Mitbestimmung durch Fans, durch Mitglieder, durch Mitbestimmung von unten beschäftigen. Diese heutige Veranstaltung ist zweigeteilt, möchte ich sagen. Der erste Teil, der hier gleich stattfinden wird, dieser wird live gestreamt bei Facebook. Und wir werden etwa um 19:45 Uhr, wenn wir die Podiumsdiskussion hier beendet haben, dieses Zoom-Meeting, in dem wir uns jetzt bereits befinden, öffnen und euch und Sie herzlich einladen, dann hier zu uns zu kommen und dann gemeinsam mit uns weiter zu diskutieren über das Gehörte und darüber mit uns ins Gespräch zu kommen. Der zweite Teil wird nicht live gestreamt werden. Wir werden den Stream dann beenden nach der Podiumsdiskussion und werden es auch nicht aufzeichnen. Also wir sind hier sozusagen unter uns und laden euch wirklich herzlich ein, euch daran später zu beteiligen. Die Gäste werden alle noch hier bleiben. Ihr findet die Zugangsdaten unter dem jeweiligen Facebook-Stream, den ihr jetzt gerade folgt. Ihr könnt sie aber auch finden auf der Homepage www.rosalux.de, dort unter Veranstaltungen. Ja, wie ihr vielleicht schon seht, es gibt eine Gebärdendolmetschung heute Abend. Wir freuen uns, dass wir zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen können, Barrieren abzubauen. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal recht herzlich bei Nina Winczek und bei Melanie Löhnkolk, die das hier heute Abend übernehmen. Ich danke auch sehr herzlich den Kolleginnen der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Sachsen, die die technische Bereitstellung hier leisten konnten. Und ja, es läuft ja alles, das ist gut. Daher ein großes Dankeschön nach Sachsen. Und ja, bevor ich jetzt gleich beende, begrüße ich zumindest noch den Moderator. Wir freuen uns heute Abend mit Ronny Blaschke zusammen diskutieren zu können. Ronny hatten wir auch letzte Woche schon dabei. Ronny Blaschke ist absoluter Fußballexperte, Sportjournalist und hat eine eigene Fanvergangenheit, wie wir in den Vorgesprächen erfahren durften. Ich sage jetzt nicht, welcher Verein, aber ich denke, das ist doch sicherlich nicht ganz unrelevant für heute. Ja, Ronny Blaschke ist seit vielen, vielen Jahren renommierter Sportjournalist und sticht, wie ich finde, wie wir finden, positiv hervor, dadurch, dass er nicht nur über Fußball berichtet, sondern auch wirklich wichtige gesellschaftspolitische Fragen und sozialkritische Fragen damit verbindet. Daher glaube ich doch, dass wir heute Abend mit Ronny Blaschke hier eine Idealbesetzung in der Moderation haben. Aber ich glaube, nicht nur Ronny ist heute eine Idealbesetzung. Ich freue mich gleich, die Gäste begrüßen zu dürfen. Oder Ronny wird gleich die Gäste begrüßen. Und ja, wir sind sehr froh, dass wir heute ein wirklich so gut aufgestelltes Podium haben mit so spannenden Gästen. Und ja, wir wünschen uns allen einen spannenden Abend, eine gute Diskussion. Ich weise nochmal darauf hin, ab etwa 19:45 Uhr werden wir den Livestream beenden. Und dann gibt es die Möglichkeit, über die frei zugänglichen Zoom-Daten, die ihr bei Facebook oder auf der Homepage findet, euch der Diskussion hier anzuschließen. Wir freuen uns auf euch und ja, wir wünschen uns und euch einen spannenden und interessanten Abend und ja, hoffen auf gute Gespräche. Vielen Dank, lieber Nils Merten, für die freundliche Einführung. Auch von mir herzlich willkommen. Ja, wem gehört der Fußball? Das ist die Frage, mit der wir unsere Diskussionsveranstaltung überschreiben, mit einem breiten Bündnis der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Entwickelt sich der Fußball in Pandemiezeiten vielleicht sogar zu einer reinen Fernsehsportart? Gewinnen die TV-Rechteinhaber und die, ja, gut verdienenden Sponsoren noch mehr an Einfluss? Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich noch für Teilhabe? Schwindet mit der Kontaktbeschränkung vielleicht sogar die Mitbestimmung von Fußballfans? Es geht also um konkrete Möglichkeiten der Vernetzung und des Einmischens und der Mobilisierung. Und dafür haben wir drei wunderbare Gäste
eingeladen, die seit vielen Jahren in unterschiedlichen Formen aktiv sind. Das ist zum einen Helene Breit, sie kommt aus Freiburg zu uns, aus der Fanorganisation Unsere Kurve, ist neuerdings Mitglied der Taskforce Zukunft Profifußball. Lasse Gutsch ist bei uns, er ist stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei Hannover 96, seit Jahren bei Hannover aktiv, und Thomas Hennings aus dem Fanrat e.V. beim 1. FC Magdeburg. Helene, ich würde gerne mit dir beginnen. Du bist seit kurzem Mitglied der Taskforce und wir haben, ich glaube, so laut wie nie zuvor den Ruf nach einem neuen Fußball im Frühjahr gehört. Ich habe den Eindruck, der Ruf ist ein bisschen leiser geworden. Wie ist dein Eindruck? Das, was in der Öffentlichkeit rüberkommt, ist das bei den Funktionären auch so? Werdet ihr gehört? Nimmt man euch ernst? Vielleicht die schwierigste Frage zum Anfang. Also ich würde auf den Anfang nochmal eingehen. Der Ruf ist leiser geworden, weiß ich nicht. Ich würde sagen, er ist konstant geblieben und natürlich nicht so laut, wie wenn man das erste Mal ruft nach Reform. Aber wir haben seit einem halben Jahr dieses Thema kontinuierlich und auch in der Öffentlichkeit und natürlich auch mit den Verbänden und den Vereinen. Und ich glaube, das ist eine sehr besondere Situation, die ich bisher in meinem Fandasein nicht erlebt habe, dass wir über ein halbes Jahr konstant über ein einziges Thema sprechen. Und im Idealfall, so wie jetzt, sind es auch noch die Reformthema, die grundlegende Veränderung des Profifußballs. Ja, wie werden wir wahrgenommen? Also ich glaube, die Frage wird oft gestellt. Und ich kann immer wieder sagen, natürlich wird uns zugehört und wir können unsere Positionen verdeutlichen und es wird auch uns in Teilen zugestimmt, in anderen Teilen ein bisschen ausgewichen. Und die große Chance sehe ich jetzt tatsächlich darin, dass wir einerseits diese Taskforce haben, wo wir erstmal bis Ende des Jahres gemeinsam diskutieren und dann Empfehlungen an die Verbände aussprechen. Da diskutieren die Verbände ja nicht mit oder an die DFL in dem Fall. Und parallel versuchen wir aber so viele Gesprächsangebote wie möglich zu machen und wahrzunehmen, weil wir es wirklich ernst meinen mit der Reform im Fußball. Erzähl uns doch vielleicht ein bisschen noch über das Organisatorische. Jetzt sind wir alle mit großen Sympathien für die Fankultur ausgestattet. Die Taskforce ist natürlich ein bisschen anders. Es sind mehr als 30 VertreterInnen, ich glaube 5 oder 6 VertreterInnen aus der Fankultur. Wie macht ihr das? Wie schließt ihr euch zusammen in dieser so diversen, vielstimmigen Fanszene in Deutschland? Wie schließt ihr euch da kurz und wie bündelt ihr eure Forderungen möglichst mundgerecht, dass die Funktionäre von DFB und DFL es auch verstehen? Also wir als Unsere Kurve haben ja im Frühjahr angefangen, eine sehr, sehr ausführliche Stellungnahme nochmal zu machen, sozusagen unsere Positionierung, was läuft falsch, wo sehen wir Veränderungsbedarf. Daran anschließend kam ja so eine ganz kurze Chronologie, muss ich, glaube ich, machen, damit man es nochmal fassen kann. Im Anschluss kam ja die Erklärung von Unser Fußball, die tatsächlich ja wirklich 500.000 Menschen unterzeichnet haben. Das heißt, da war die Zielvorstellung einfach klar und gegeben. Und ich glaube, alle, die als Fanvertretungen bundesweit in der Fanpolitik unterwegs sind, sind verpflichtet, sich an diese Zielvorstellung zu halten, weil breiter geht es nun mal nicht, zu wissen, wo es hingehen soll. Dann haben wir uns aber auch gefragt, also unsere Kurve, okay, jetzt wissen wir, wo es hingehen soll, aber wie denn? Was ist denn der Weg? Wie kann der aussehen? Und haben dann alle bundesweiten Fanorganisationen, wir haben ja relativ viele in Deutschland, angeschrieben und sie zur Mitarbeit eingeladen und sie aufgefordert, alle Mitglieder, die nochmal über den Weg sprechen wollen, über tatsächliche Lösungsansätze, in einen 2-monatigen Arbeitsprozess einzusteigen. Und das Ergebnis haben, glaube ich, schon einige gesehen. Auf zukunft-profifußball.de haben wir 4 Konzepte ausgearbeitet. Und wir sagen nicht, dass das die Wahrheit ist. Wir sagen auch nicht, dass es nur diesen Weg gibt. Aber wir sagen, wir haben vorgelegt und wir haben uns wirklich, also wir haben über 50 Fans dann letztlich zusammengearbeitet, über 2 Monate wöchentlich sich mindestens getroffen, ganz viel geschrieben, ganz viel diskutiert, Dinge verworfen, andere für gut befunden. Wir hatten auch immer eine Abstimmung in den 4 Arbeitsgruppen dann alle zusammen, 3-mal in den 2 Monaten. Und so sind diese Papiere entstanden. Und unsere Idee war, eine Gesprächsgrundlage zu liefern, aufzuzeigen, was es für Wege gibt. Es ist keine Utopie, den Fußball zu verändern, sondern wir sehen konkrete Ansätze und damit gehen wir natürlich in die Taskforce, aber auch in alle anderen Gespräche, weil da gibt es einiges zu tun. Was unser Fußball bundesweit durchmacht, das hat in Hannover, im kleineren vielleicht, im regionalen schon über Jahre stattgefunden, nämlich wie man sich basisdemokratisch vernetzt, vereint, um eben gegen die große einflussreiche Stimme der Vereinsführung etwas auszurichten.
Lasse Gutsch sitzt im Aufsichtsrat, früher ganz vielfach aktiv. Erzähl uns doch ein bisschen, was du aus deinen früheren Erfahrungen jetzt mitgenommen hast für die aktuelle Debatte. Ja, also die Problematik in Hannover bestand ja schon länger, dass es immer Differenzen gab zwischen Fanszenen auf der einen Seite, zwischen Vereinen, Profifußballgesellschaft auf der anderen Seite. Und da haben wir eigentlich auch irgendwann festgestellt, so spätestens so im Jahre 2014, 2015, dass es so nicht mehr weitergeht und dass wir hier irgendwie was versuchen müssen zu ändern, weil ansonsten geht der Fußball, zumindest aus unserer Sicht, in Hannover den Bach runter. Wenn konkret in dem Fall, wenn 50+1 fällt. War so ein kleiner Auslöser war, ich glaube, das war auf der Mitgliederversammlung im Jahr 2015, vielleicht war es auch 2014, aber ich meine, es war 2015. Bis dahin waren alle der Meinung, dass der Hannover 96 e.V. noch Anteile am Profifußball hält. Und da kam auf der Mitgliederversammlung plötzlich raus, auch nur im Nebensatz, also nicht offiziell angekündigt, sondern nur auf Nachfrage, kam raus, ja, nee, die letzten 15, irgendwas Prozent Anteile wurden übrigens im letzten Jahr verkauft für irgendwie 3,5 Millionen Euro. Und da ist erstmal allen so die Kinnlade runtergefallen und spätestens dann war klar, so kann es jetzt hier nicht weitergehen. Wir wollen eigentlich den Fußball und die Strukturen, wie wir sie in Hannover kennen, wollen wir eigentlich erhalten und müssen jetzt irgendwie uns irgendwie versuchen, wie wir es hinbekommen und haben uns dann dazu entschlossen, so im Laufe des Jahres 2015, dass wir eben Fanszene, Vertreter in den Aufsichtsrat reinbekommen wollen von Hannover 96. Da gab es dann 2016 eine Wahl, eine Mitgliederversammlung. Wir hatten dort, ich glaube, 4 Kandidaten. Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Plätzen. Damals war es noch relativ knapp, das war relativ eng. Muss man auch sagen, wurde von Seiten der Fanszene zwar mobilisiert, aber hätte auch ein bisschen besser laufen können. Damals haben wir aber zumindest 2 Personen in den Aufsichtsrat reinbekommen. 3 Personen vom bestehenden Aufsichtsrat sind geblieben. Aber damit hatten wir zumindest schon mal von Seiten der Fanszene oder von Seiten der Fans schon mal einen Fuß im Verein drin. Und wir haben dann einfach in den Gremien immer weiter gekämpft, versucht, da irgendwie Einfluss auszuüben, Dinge aufzuzeigen, auch versucht öffentlich aufzuzeigen, die uns nicht geschmeckt haben, wo wir meinen, die sollten auch mal bekannt werden. Und dann wurde eine Interessengemeinschaft pro Verein 1896 gegründet. Und da haben sich mehrere Leute zusammengeschlossen aus der gesamten Fanszene, also eher weniger aus der Ultraszene, das war mehr aus der restlichen Fanszene, auch ältere Personen. Und dann wurden alle Vorgänge in Hannover, die uns nicht gefallen haben oder die wir meinen, kritisieren zu müssen, wurden mal aufgearbeitet, auch dann veröffentlicht. Und ja, da haben wir immer weitergearbeitet, bis dann die nächste Mitgliederversammlung kam, im Jahr 2019. Dort haben wir wieder Kandidaten aufgestellt. Das war dann eher eine Kampfkandidatur, weil Martin Kind, der langjährige Vereinspräsident, hatte gesagt, er tritt nicht mehr an. Zur Aufsichtsratswahl sowieso nicht, aber er würde auch nicht mehr als Vorstandsvorsitzender zur Verfügung stehen. Und dann gab es eben im Prinzip 2 Teams. Ein Team auf unserer Seite, ein Team, was Martin Kind aufgestellt hat, mal vorsichtig formuliert, hat er natürlich nicht aufgestellt, aber die ihm eher seine Meinung vertreten. Und die Wahl haben dann überraschend deutlich, hat unser Team gewonnen. Und das hat uns so ein bisschen gezeigt, wenn man sich eben einbringt in den Gremien und versucht, irgendwie seine Meinung oder ja, seine aber Meinung. Kannst du vielleicht nochmal was zu, also das Interessante ist ja die Kommunikationsstruktur. Nach meinem flüchtigen Eindruck ist, dass ihr nicht jetzt in den großen, reichweitenstarken Medien in Hannover vorkamt. Ihr musstet selbst Einfluss ausüben, ihr musstet euch vernetzen. Manchmal ist es ja die schweigende Mehrheit im Stadion, die jetzt nicht unbedingt lange Grundsatzpapiere liest. Wie habt ihr da, was ist ja auch ganz wichtig jetzt, wie kann die organisierte Fanszene, die eine Minderheit ist beim Fußballpublikum, wie kann die lauter erscheinen, als sie vielleicht letztendlich sein kann? Ja, also wir haben das versucht, natürlich irgendwie eine öffentliche Reichweite zu bekommen. Das war in Hannover, ehrlich gesagt, schwieriger als überregional. Also wir haben dann auch überregionale Journalisten angeschrieben
oder die haben sich ja teilweise auch bei uns gemeldet und da kam dann überregional, kamen schon auch gute Zeitungsartikel in großen Zeitungen, im Spiegel und so weiter, wurden dann auch veröffentlicht. In Hannover hat das teilweise auch mal geklappt, aber dann teilweise auch wieder nicht. Wir haben dann eben versucht, über unsere Kanäle im Stadion, über Flyer, Flugblätter, über Social-Media-Aktivitäten versucht, eben die Leute zu erreichen. Das hat einigermaßen geklappt, aber alle, also wir waren trotzdem weiterhin auf jeden Fall im Nachteil, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Also weil wir haben einfach nicht die Chance, die ein großer Bundesliga-Verein hat. Thomas Hennings, in Magdeburg, beim 1. FC Magdeburg, da ist man ein bisschen mehr abhängig von Zuschauereinnahmen als zum Beispiel der FC Bayern, der SC Freiburg, selbst Hannover 96. Wie ist die Stimmung bei euch? Man hat immer noch den Tonfall des DFB im Ohr, der angeblich bei der Politik in Sachsen-Anhalt angerufen habe. Was kannst du aus Magdeburg berichten? Und erzähl uns bitte etwas über den Fanrat. Wie genau organisiert ihr euch, um laut zu wirken? Was kann ich berichten? Wir merken bei uns zumindest im Moment, wir haben ja die Möglichkeit an Zuschauern der Verein schafft, die Zuschauerzahlen, die Kapazitäten im Moment nicht auszuschöpfen. Ich denke, das ist bereits ein Spiegelbild dessen, was wir in der Gesellschaft merken, dass Leute sich zunächst etwas zurückziehen vom Fußball und der Fußball muss dann aufpassen, dass sich die Menschen nicht abwenden. Und ich habe so manchmal den Eindruck, auch in unserer Stadt, auch wenn ich über Deutschland gucke, dass viele Fans dort sitzen und sagen, meine Geliebte, mein Verein, mit wem hat sie sich eigentlich eingelassen? Denn eins hat die Pandemie, glaube ich, gezeigt, es ist deutlich zutage getreten, wer eigentlich die Akteure sind im deutschen Fußball. Nicht nur der DFB ist, sondern auch die DFL. Der DFB aus unserer Perspektive, auch die DFL in der Pandemie, wir haben das hier breit diskutiert bei unserem Standort, zunächst bei der Fortsetzung des Spielbetriebes Dritte Liga doch sehr deutlich seine Autorität zum Tragen gebracht hat und am Ende auch es gut verstanden hat, im Netzwerk der Dritten Liga die Vereine nach vorne zu bringen, die möglicherweise noch ein Aufstiegsrecht hatten oder eine Aufstiegsoption. Und auf der anderen Seite standen dann viele Stimmen, die gesagt haben, wir stehen für den Spielabbruch, wir können den Wettbewerb nicht fair organisieren und die Fairness, die dem Fußball eigentlich innewohnen sollte, haben wir dann auch gesehen an den Standorten Münster, Jena, auch bei uns teilweise. Wir hatten dann Glück, dass wir nicht den Gang in die Regionalliga antreten mussten. Schon deutlich war, dass der DFB seine Autorität eben auch über seine Herren Koch insbesondere dann ausgespielt hat, auch mit ganz unüblichen Facebook-Kommentaren, wo man deutlich sieht, wo eigentlich die Macht verankert ist. Ja, und zum Fanrat, wir sind eben eine ganz frühe Gründung im Jahr 2002. Ich war der Gründungsvorsitzende, der Verein war in der Insolvenz. Der ein oder andere weiß es, 25 Jahre Amateurfußball am Standort Magdeburg ist dann vor einigen Jahren der Aufstieg in die dritte Liga kam, ein Jahr zweite Liga, leider viel zu früh wieder abgestiegen. Unser Standort, muss ich sagen, wir haben eigentlich eine sehr gute Kommunikation. Der Fanrat kümmert sich um Fan-Themen. Wir sind vernetzt mit Block U, mit unseren aktiven Ultras. Wir sind mit dem Verein vernetzt und arbeiten auf verschiedenen Ebenen zusammen. Es gibt eine AG-Vereinskultur und wenn wir Themen haben, dann gibt es die kurzen Wege. Wir können bei unserem Präsidium anrufen, wir können in der Geschäftsführung anrufen. Wir können sowohl vereinsspezifische Themen besprechen, als auch Themen, die Fans, das Stadion, die Kultur letztendlich, was wir da an Bedürfnissen haben. Wir organisieren Fanfahrten zusammen mit Block U. Also wir sind da schon ganz vernetzt und ganz bodenständig arbeiten wir hier und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf und heben uns, glaube ich, zumindest von dem, was wir im Stadion machen, auch unser Verein im Moment noch von der Dekadenz, die wir im deutschen Fußball sehen, schon ab. Ob das so bleibt, auch wir wollen mal in die zweite Liga. Die Frage ist natürlich, was will ich in der DFL, in der Struktur, die sich dort gerade findet, weil es gerade für Newcomer extrem schwierig ist. Aber das ganz kurz zur Gesamtthematik von mir. In Sachsen-Anhalt sind die Infektionszahlen vergleichsweise niedrig im Vergleich zu Bayern oder Berlin. Wenn man sich aber jetzt nicht mehr so viel treffen kann, wenn Fanprojekte zum Beispiel nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen können, wie kommuniziert ihr dort, wenn ihr jetzt nicht mehr in eurer Stammkneipe regelmäßig dicht beieinander sitzen könnt? Natürlich, wie wir es alle machen, soziale Medien, das ist klar. Der Fanrat trifft sich, wir treffen uns so Corona-konform natürlich. Wir hatten erst gestern wieder unsere monatliche Zusammenkunft, sitzen dann natürlich draußen unter freiem Himmel. Und ansonsten gibt es natürlich das Kleingruppenarbeiten und das ist natürlich möglich. Es war natürlich in der Zeit, in der das Stadion aktiv jetzt keine Rolle spielte, für uns auch schwierig Einfluss zu nehmen. Aber wir warten natürlich auch alle auf die Möglichkeit, dass es wieder losgeht. Der Zeitpunkt liegt weit weg und wir müssen jetzt an den Themen arbeiten, die den Fußball eigentlich insgesamt betreffen. Da
Dafür vielen Dank an Helen und ihre Mitstreiter, dass sie das Thema so sehr in der Öffentlichkeit platziert haben und auch wirklich Vorreiter sind. Wir alle haben, glaube ich, die Aufgabe, auch mit dieser heutigen Sitzung, das eben wirklich in der Öffentlichkeit zu halten. Ich denke, das Thema muss sogar weitergehen, Ronny. Herr Lehn, jetzt basiert der Fußball oftmals auf Abgrenzung und Provokation zwischen Fangruppen, aber scheinbar bei diesem Thema werden diese Rivalitäten übersprungen. Ihr trefft euch mit der Taskforce vermutlich jetzt auch erstmal virtuell. Es gibt einen riesigen Forderungskatalog, sehr konkrete Forderungen. Ich würde schon mal ein bisschen konkreter werden. Oder vielleicht ist dir etwas wichtig. Wie gehst du denn da rein mit Maximalforderungen, wenn du weißt, diese Gehaltsobergrenze wird vermutlich ähnlich kommen? Jetzt sprichst du erstmal andere Themen an. Gibt es auch jenseits der 6 FanvertreterInnen Allianzen, die du schon schmiedest? Also wie macht ihr das da genau in der Taskforce? Ich kann ja jetzt nicht die ganze Strategie verraten, wenn die über Facebook gestreamt wird. Aber die Hälfte reicht auch. Aber wir handeln genauso, wie wir als Fans sind. Das heißt, wir versuchen das authentisch zu machen. Wir versuchen so zu machen, wie wir sind. Weil ich habe keine Lust, mich auf ein anderes Niveau oder einen anderen Spielplatz zu begeben. Sondern wir wollen ja den Fußball so, wie wir ihn lieben und so, wie er sein soll. Also muss ich ja auch mein Handeln danach ausrichten. So zumindest das Ideal. Wie machen wir das? Ich glaube, man muss echt nochmal trennen zwischen unserem breiten Netzwerk, das wir haben auf Fanebene, wo wir versuchen, den Austausch aufrechtzuerhalten über die Dinge, die zum Beispiel in der Taskforce passieren oder auch in anderen Gesprächen passieren, das rückzukoppeln, uns zu vergewissern. Wenn ich jetzt zum Beispiel spreche, natürlich spreche ich als Helene, aber ich versuche natürlich in meinem Hinterkopf auch die vielen verschiedenen Meinungen mitzunehmen, weil ich glaube, das muss der Anspruch sein, wenn man als Vertretung irgendwo agiert. Deswegen muss man, glaube ich, einmal unterscheiden und wir sprechen sehr, sehr viel im Fan-Netzwerk miteinander, das sich jetzt auch noch mal sehr viel breiter aufgestellt hat, als jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt nur als unsere Kurve darüber sprechen. Und natürlich nehmen wir jedes Gesprächsangebot an und gehen auch auf Leute zu und sagen, hört uns an, hört unsere Positionen an. Wir haben diese Papiere auch deshalb geschrieben, weil wir der Überzeugung sind, dass wir mit guten Argumenten das nochmal untermauern müssen, was so viele aktive und organisierte Fans seit langer Zeit sagen. Ich glaube, auch das muss man nochmal klar machen. Es handelt sich jetzt hier nicht um per se neue Themen. Ich glaube, es ist in der Spielunterbrechung nochmal deutlich geworden, dass zum Beispiel das Thema wirtschaftliche Nachhaltigkeit so vernachlässigt worden ist, wie ich es mir gar nicht vorstellen konnte. Es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich Freiburg-Fan bin und man da schon immer sehr konservativ wirtschaftet. Aber dass das so schlimm ist und wirklich 13 Vereine vor der Insolvenz stehen, weil eine Fernsehrate nicht kommt und gleichzeitig verkündet die DFL über Jahre Umsatzrekorde und höher, schneller, weiter, neue Märkte. Und ich glaube, das hat es auch so deutlich gemacht für so viele Menschen, die sich vorher vielleicht auch nicht kritisch damit auseinandergesetzt haben, weil sie gesagt haben, okay, irgendwie scheinen die doch recht zu haben, da stimmt irgendwas nicht. Jetzt habe ich, glaube ich, so ziemlich deine Frage nicht beantwortet, aber dafür andere Sachen gesagt. Aber jetzt, ich spiele jetzt mal, sagen wir mal, Karl-Heinz Rummenigge, ja? Und ich muss mich mit den TV-Rechteinhabern streiten, mit den Logenbesitzern, die schon seit langem für viel Geld nicht in ihre Logen kommen, mit den Bierbrauern, mit Allianz, mit Audi, mit Leuten, die ganz, ganz viel Geld haben. Von den Fans kriege ich relativ wenig Geld beim FC Bayern, ja? Und der sorgt jetzt nicht dafür, dass ich mit dem FC Bayern langfristig überlebe. Mit welchen Argumenten würdest du mich überzeugen, dass ich jetzt die Fans wesentlich ernster nehme als meine Anteilseigner und meine Pay-TV-Sender? Ich glaube, es geht gar nicht darum, den einen ernster und den anderen weniger ernst zu nehmen, sondern es gleichberechtigt zu sehen. Und oder so denken ja Fußballfunktionäre oftmals nicht. Ja, genau, deswegen versuche ich jetzt anzufangen mit meiner Argumentation dazu. Also ich würde voraussetzen, es gleichberechtigt zu sehen. Ich glaube, was der Fußball gesehen hat, ist, dass er diesen ideellen Wert, den nämlich Fans ihm geben, dass auf den ich verzichten kann, weil sonst funktioniert sein Spiel überhaupt nicht. Also natürlich funktioniert das Fußballspiel auf dem Platz, aber Sponsoren sind da, weil sie eine Zielgruppe haben, die sie ansprechen wollen. Ist da keine Zielgruppe, dann kommen auch keine Sponsoren. Man investiert in einen Verein, ohne dass ich das jetzt gut finde, weil man danach einen Gewinn haben will und nicht, weil man ein guter Mensch ist und dem Verein so gerne seine Millionen, die man übrig hat, schenken will. Also das bedingt sich alles gegenseitig. Und wir hatten eine Gruppe, die Arbeitsgruppe, die heißt Fußball als Publikumssport. Und dort versuchen wir zu erklären und auch endlich mal eine Argumentation zu liefern, um zu sagen, es geht nicht um das Entweder-Oder, es geht um ein Sowohl-als-Auch. Wir sagen, Fußball ist als Publikumssport
sind die Fans eine ganz wichtige Säule. Und natürlich ist das sportliche Ereignis auch eine wichtige Säule. Und aber nur das zusammen ermöglicht überhaupt eine Vermarktung. Das heißt, ich glaube, das beste Beispiel ist, schau dir ein Geisterspiel an und danach weißt du, und wie viele haben es gesagt, es ist tatsächlich einfach nichts, wenn da keine Fans sind, wenn die Stadionatmosphäre nicht da ist, weil dadurch dieses Ereignis so besonders gemacht wird. Und das sehen Spieler und Spielerinnen so, das sehen Sponsoren so, das sehen Leute, die auf den Tribünen stehen so. Wir kriegen tatsächlich auch sehr viele Zuschriften von Leuten, die sagen, boah, also nee, ich weiß jetzt endlich auch, was damit gemeint ist und ich schließe mich dem an. Wir müssen Faninteressen stärken und wir müssen sie nicht ganz oben hinstellen. Aber wir sollten sie mal gleichberechtigt anerkennen. Damit würde ich dann nochmal schließen. Mhm. Weiß ich nicht, aber Herr Rummenigge kann er mir gern schreiben, wenn er es liest, ob er sich davon überzeugen lässt, dann sammle ich noch mehr Argumente. Lasse Gutsch in Hannover, ihr seid ja schon auch stärkeren Tobak gewöhnt und habt auch schon mal härtere Sachen ausgefochten. Aus unterschiedlichen Gründen gab es immer wieder die Forderung nach einem neuen Fußball in den vergangenen Jahren, ob Wettmanipulationen, Robert Enke, ob Schiedsrichterbestechung, das unterschiedliche Gründe. Am Ende hat sich vielleicht gar nicht so viel getan. Was wäre denn der nächste Schritt, wenn das jetzt vielleicht doch nicht so schnell vorangeht? Habt ihr da noch Möglichkeiten? Ja klar, es ist nicht schön, so der Fußball ist nicht schön, aber er läuft trotzdem weiter und er wird vermutlich bis zur Impfung noch mehrere Monate weiterlaufen. Und selbst dieses Spiel Deutschland-Türkei, ein sportlich unbedeutendes Spiel, haben 6 Millionen Menschen geschaut. Die geringste Quote seit 10 Jahren, aber immer noch 6 Millionen Menschen. Ist ja nicht so, dass niemand mehr hinschaut. Also was wäre der nächste Schritt? Mal gar nicht mehr zum Fußball zu gehen oder zu streiken? Oder was blieb da noch? Meinst du jetzt mit Bezug auf Corona und Geisterspiele? Oder? Um generell die Forderung durchzusetzen, dass man den Fußball nachhaltig gestaltet und von 50+1 will ich gar nicht mehr reden, aber auch Teilhabe, vielleicht Nachhaltigkeit. Glaubst du, dass das System von sich heraus reformierbar ist? Oder muss da vielleicht woanders Druck herkommen von Politik und so weiter? Ja, also helfen würde es wahrscheinlich, wenn von anderer Seite Druck kommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Thema durchaus Schwung aufnehmen könnte. Weil wenn jetzt nichts passiert, wenn es jetzt einfach so weitergeht, ohne dass was passiert, gehe ich fest davon aus, dass die Zuschauerzahlen weiter sinken. Also so wie du jetzt schon sagtest, klar, 6 Millionen Zuschauer beim Länderspiel sind immer noch viel, ist schon richtig, aber es sind halt deutlich weniger als bei anderen Spielen. Und wir sehen das ja auch bei den Zuschauerzahlen jetzt im Stadion. Jetzt sind Corona-bedingt, dürfen kaum Leute rein, also teilweise dürfen ja gar keine rein, das ist ja immer von Standort zu Standort unterschiedlich. Aber auch da, jetzt in Hannover durften zum Beispiel beim Derby gegen Eintracht Braunschweig, durften 9.800 Personen ins Stadion. Wie viele waren drin? 7.300, glaube ich. Also ein Viertel der Plätze waren immer noch leer. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch. Man hat ja auch irgendwie, wurde mal zum Ende der letzten Saison, wurden veröffentlicht Zuschauerzahlen vom aktuellen Sportstudio oder von der ARD Sportschau, weiß nicht mehr, dass auch die zurückgehen. Und ich glaube, dieser Rückgang der Zuschauer, der wird irgendwann dazu führen, dass sich der Fußball mal ernsthaft Gedanken machen muss, ob er nicht wirklich mal was ändern will und vielleicht mal auf die Zuschauer eingehen will. Und es ist ja nicht so, zu Beginn oder auch vor ein paar Jahren, wo es immer noch kommentiert, ja, das sind da hier die Chaoten in der Fankurve, denen das nicht gefällt. Aber es ist halt nicht so. Das gefällt halt auch den normalen Haupttribünensitzern, gefallen viele Sachen nicht mehr. Und da glaube ich, ich sehe da schon auch durchaus eine Chance. Die DFL pflegt das Narrativ, dass sie für mehr als 55.000 Arbeitsplätze sorge, dass sie ganz, ganz, ganz viel Geld an den Staat, an Steuern und Sozialabgaben zahlt. Was sie weniger betont, dass relativ viel Geld, 30, 40, manchmal sogar mehr Prozent der Etats an Spielergehälter gehen. Mehr als 1 Milliarde Euro insgesamt. Mehr als 200 Millionen Euro gehen an Spielerberater. Das bleiben wir bei diesen beiden Themen. Gehaltsobergrenze und Spielerberater. Welche Möglichkeiten siehst du da, das vielleicht ein bisschen einzuhegen? Also ich glaube, da muss man, also zumindest bei diesen Spielerberatergeldern, da muss man auf jeden Fall irgendwie eingreifen. Ich bin da auch kein Experte auf dem Gebiet, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber wenn man hört, wie viel Prozent die bekommen und vor allem der Spielerberater an sich hat ein Interesse daran, dass sein Schützling möglichst häufig wechselt.
Weil bei jedem Wechsel bekommt er, ich weiß nicht, wie Prozent es sind, 10% oder irgendwie so, der Vertragssumme bekommt er. So. Und allein das zeigt schon, das kann ja so nicht sein. Weil das Zielbild sollte ja eigentlich sein, dass die Spieler möglichst wenig wechseln. Und nicht, dass sie möglichst häufig wechseln. Weil je häufiger sie wechseln, desto höher werden auch die Wechselsummen und desto weniger Identifikation mit dem Fußball gibt es. Und da muss man, wie gesagt, ich bin da kein Experte, deswegen kann ich da schlecht was sagen, wie man da genau eingreift, aber das muss man, irgendwie muss man das reglementieren, aus meiner Sicht. Die Spielerberater sollen ja meinetwegen ein bisschen Geld verdienen, aber das muss, irgendwie muss das gedeckelt werden. Gehaltsobergrenzen müssten eigentlich auch kommen. Oder es müsste vielleicht nicht singulär auf eine Person eine Gehaltsobergrenze geben, aber dass man sagt, die gesamte Mannschaft darf maximal so und so viel verdienen. Und dieses so und so viel, das muss jetzt auch nicht ein fester Betrag sein, das kann auch prozentual sich nach dem Eigenkapital richten oder nach was auch immer. Aber man muss da irgendwie diese Gehaltsexzesse muss man stoppen, weil auch das streckt die Leute ab. Thomas Hennings in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt, in kleinerer Dimension, aber auch dort, wie auch in anderen Clubs der dritten, vierten Liga, geht viel Geld in die Spieler, prozentual mehr als andere Mitarbeitende der Clubs, die oftmals jetzt auch genauso in Kurzarbeit sind wie andere Angestellte von anderen Betrieben. Wie ist es bei euch in Magdeburg mit der Solidarität? Wird darüber diskutiert, auch im Kleinen ein bisschen was umzuändern? Nein, wir sehen das Problem nicht im Kleinen. Wir wissen, dass ein guter Fußballer auch ein bisschen Geld verdienen muss und das soll er auch. Aber ich denke, das große Thema sind auch nicht nur die Spielergehälter in den oberen beiden Ligen, sondern, und das ist mein Thema eigentlich, wir reden über Profifußball und auch die dritte Liga ist Profifußball und auch die vierte Liga ist Fußball. Und wir kennen alle die Traditionsvereine, da sitzen und die träumen von der dritten, zweiten und manche auch von der ersten Liga, wenn ich nach Kaiserslautern gucke. Und mein großes Thema ist, wenn der Profifußball das tatsächlich ernst meint, dann muss er sich auch nach unten öffnen. Und da müssen wir die Frage stellen, was machen wir mit dem Grundlagenvertrag? Was ist mit dem vielen Geld der Milliarden, die dort pro Jahr generiert wird durch die verschiedensten Medienrechte? Und das ist in dieser aktuellen Taskforce überhaupt nicht abgebildet. Im Übrigen ist auch keiner aus dem ostdeutschen Profifußball in diesen Taskforce überhaupt als Experte gebunden. Das muss ich an dieser Stelle mal für meinen Standort und für die vielen Standorte des Traditionsfußballs in unserem Breiten hier sagen. Und der Grundlagenvertrag sagt ja, die DFL zahlt 26 Millionen an den DFB, das ist gedeckelt und die 20 Millionen fließen in den Rücklauf. Die dritte Liga zeigt, dort wird gestört, dort haben wir einen einheitlichen Betrag, der über das Fernsehgeld ausgeschüttet wird an alle Teilnehmer des Wettbewerbs. Und was ich glaube ist, dass es der Profifußball dann ernst meint, wenn er auch sagt, nicht nur meine gesellschaftliche Verantwortung, hört doch auf davon zu reden, die gesellschaftliche Verantwortung habt ihr zunächst für den Fußball, ihr wollt die Spitze sein, ihr wollt die Fans. Aus den großen 7 Millionen, von denen der größte Sportverband immer redet, dann öffnet euch doch und tut etwas für diese Vereine. Die Probleme liegen doch seit Jahren auf dem Tisch im Amateurfußball. Die Debatten aus der vierten Liga, dass sie sich kaum finanzieren können, die dritte Liga, die es noch schwerer hat als die erste und zweitligisten. Und das ist doch das Thema. Natürlich brauchen wir dazu auch den DFB. Es ist ein Kontext und keiner darf sich hier vereinzeln. Und das sehe ich im Moment, ohne Helden zu nahe zu treten, weil es ganz wichtig ist. Aber wir müssen diesen Kontext sehen. Und da haben wir in der dritten Liga auch eine Taskforce, wirtschaftliche Stabilität. Aber geht es nicht über die wirtschaftliche Stabilität hinaus? Wenn wir schon über Zuschauer reden, geht es nicht darum, den Fußball an sich normaler zu machen, wieder kultivierter zu machen, ihn rauszunehmen von der ganz großen Glamour-Welt, ihn wieder zu öffnen, auch nahbar zu machen. Und das sind doch die großen Themen, über die wir reden. Und das betrifft eben den Fan und den Zuschauer in der ersten, wie in der dritten Liga und auch der vierten Liga. Und an jedem Standort mit unterschiedlichen Interessen und Phänomenen. Aber es geht doch um die Liebe und wir wollen den Menschen den Fußball öffnen, die ihn tatsächlich lieben und nicht mit ihm Geld verdienen. Das war auch das Stichwort der europäischen Fans. Football belongs for the people, das ist doch die große Frage. Das ist das, was uns hier auch alle ein, glaube ich, in diesem Forum. Wer sich jetzt erst eingeschaltet hat, wir sind auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Stiftung bei einer Diskussionsveranstaltung. Wem gehört der Fußball? Es geht um Teilhabe. Wir sprechen noch ungefähr 20 Minuten hier im Stream und dann haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dann beenden wir den Stream. Sie können sich über einen Link in dieses Zoom-Meeting einwählen. Thomas Hennings aus Magdeburg, Lasse Gutsch aus Hannover und jetzt übernimmt das Wort Helene Breit aus Freiburg.
Ich wollte da gerne noch mal anschließen, weil ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, dass wir aus Fansicht, wir kennen ja keine unterschiedliche Zuständigkeit. Das heißt, wir schauen den Fußball insgesamt an. Und was es total schwierig macht, ist, dass das jetzt, wenn man über, das heißt, man hat die DFL-Taskforce, erste und zweite Liga. Mir zeigt es an, dass meine Internetverbindung instabil ist. Gibt ein Zeichen, wenn ihr mich nicht versteht. Noch ein wenig. Okay. Man hat die DFL erste und zweite Liga. Man hat den DFB nochmal für die dritte Liga. Man hat dann aber innerhalb des DFBs nochmal die Landesverbände. Ja, das ist so zerstückelt, da könnten wir jetzt eine Stunde damit zubringen, es zumindest zu versuchen zu durchdringen. Das heißt, es gibt keine Stimme des Fußballs, aber Fans schauen insgesamt auf den Fußball, weil ich werde ja hoffentlich zu Freiburg gehen, auch wenn Freiburg in der vierten Liga spielt. Also das heißt, ich kenne diese Zugehörigkeit nicht. Und es ist schon verwunderlich, dass es der DFL und dem DFB nicht gelungen ist, eine gemeinsame Taskforce auf den Weg zu bringen. Und da ist zum Beispiel, wir haben noch gar nicht über Frauenfußball gesprochen, das ist nämlich verrückterweise genauso auch Fußball. Und der ist jetzt wird jetzt auch innerhalb der DFL mit thematisiert. Also es ist alles ein bisschen schwierig und auch mit unterschiedlichen Zuständigkeiten, glaube ich, kann man sich auch vielleicht Verantwortung entziehen. Und da sehe ich die Aufgabe von uns Fans, aber auch von allen anderen, die beteiligt sind, sozusagen immer wieder den gesamten Blick drauf zu werfen und daran zu erinnern, dass das miteinander verzahnt ist und man es nicht unabhängig voneinander in den Blick nehmen kann. Das wollte ich nochmal ergänzen, dass das tatsächlich ein Problem ist. Und auch wenn du fragst, was ist mit Teilhabe, muss ich eben immer schauen, wer ist mein Ansprechpartner, wenn ich jetzt bundesweite Fanpolitik mache. Und auch da gibt es nicht immer die beste Klarheit dazu. Lassi, vielleicht nochmal aus diesen vielen, vielen Forderungen, 50 plus 1, habt ihr das eigentlich schon aufgegeben oder Financial Fair Play, Spielerberater, würdest du nochmal was hervorheben, was dir besonders auf den Nägel brennt, was unbedingt geändert werden möchte? Der Thomas hat ganz viel, ich merke das, ganz viel Zorn in sich, aber das ist ein Punkt, aber wie macht man es denn, wie füllt man es letztendlich in eine konkrete Reform, die letztendlich ja auch in irgendwelchen Gremien umgesetzt werden muss? Das ist ja der schwierige Punkt. Ja. Also ich persönlich finde dieses Thema 50 plus 1 weiterhin wichtig, aufgegeben auf keinen Fall. Also in Hannover haben wir es für uns erstmal eigentlich gelöst, dass es beibehalten wird. Aber auch bei 50 plus 1 muss man mal gucken, wie sind da genau die Einflussmöglichkeiten. Also in Hannover sind die, muss man zugeben, eher ein bisschen geringer. Und das muss man eigentlich versuchen auszubauen, das eigentlich auch bei allen Vereinen, dass man eigentlich, glaube ich, in den Vereinen, also nicht nur im Verband versuchen muss, was zu ändern, sondern auch in den Vereinen, weil im Endeffekt die Vereine sind alle Mitglieder im DFB oder in der DFL, je nach Ligenzugehörigkeit, und die Vereine können dort auch was ändern. Und wenn man es hinbekommt, dass alle Vereine eine, ich sag mal, aus unserer Sicht vernünftige Meinung haben, dann hat die automatisch, mehr oder weniger automatisch auch die DFL oder der DFB. Deswegen finde ich es eben wichtig, dass man auch von unten heraus aus den Vereinen versucht, eben Einfluss auszuüben und da Dinge zu ändern zum Positiven. Thomas, wolltest du was sagen dazu? Ja, was Lasse gerade gesagt hat, finde ich ganz wichtig. Die DFL ist ja ein Verbund der Vereine und die Vertreter jedes einzelnen Vereins bilden die DFL zusammen. Und das sind natürlich auch die Gremien und die Foren, wo die Fans an den jeweiligen Standorten natürlich auch Einfluss ausüben können, wenn es dann zugelassen wird und gewollt ist. Plus 1-Regel ist überhaupt aus meiner Sicht überhaupt nicht diskutierbar, weil das unseren Fußball ausmacht. Und wer das eigentlich aufgeben will, diese Mitbestimmung von unten, die Basis, aus dem der deutsche Fußball kommt, aber der liebt den Fußball nicht. Und da sind wir dann bei Helen, was sie gesagt hat, wir spielen doch Fußball für die Menschen und wir wollen doch diese Teilhabe. Es geht doch nicht darum, Revolution zu veranstalten. Und natürlich gehört Geld dazu, natürlich hat Kommerz zum Fußball, aber das Maß ist doch das Entscheidende. Nicht die alleinige Deutung zu halten, sondern zurück zu den tatsächlichen Basics unseres Spiels. Wir sind ein Publikumssport und wir brauchen doch die Menschen im Stadion. Das sehen wir doch bei jedem Verantwortlichen im Moment. Deshalb glaube ich, 50 plus 1 ist ein ganz elementares Thema. Und mich wundert, dass die DFL sich dazu nicht bekennt und dass es da kein klares Votum gibt. Übrigens mich auch immer wieder wundert, dass sich der Fußball nicht zu klaren Grundsätzen erkennt. Denn die deutschen Vereine, die DFL hält sich bei den Themen, wenn es um UEFA geht, wenn es um FIFA geht, immer sehr, sehr trefflich zurück. Und das stimmt mich doch immer wieder sehr bedenklich, auch wenn ich jetzt für einen Standort aus der dritten Liga spreche. Aber wir fühlen uns im Kontext des deutschen Fußballs einfach auch als Player am Markt. Und vielleicht sind wir bald wieder in der zweiten Liga. Und wenn nicht, dann sind wir
ein Standort auf jeden Fall dennoch Teil des deutschen Profifußballs. Lasse. Genau, ich wollte eine Sache nochmal gerade konkretisieren. Thomas hat sie auch schon ein bisschen angedeutet. Wenn ich davon spreche, dass man versuchen muss, auf die Vereine schon Einfluss auszuüben, dann heißt es in der Öffentlichkeit gerne mal, am besten die Ultras wollen den Verein übernehmen oder so. Um sowas geht es auch überhaupt nicht. Und es geht auch überhaupt nicht darum, dass irgendwie die Fanszene jetzt bestimmen will, wer neuer Sportdirektor oder neuer Trainer wird oder wer irgendwie beim nächsten Spiel auf dem Platz steht. So, und es geht auch gar nicht darum, dass die Fanszene alleine bestimmen soll. Es geht einfach nur darum, dass die Fanszene, die aktiven Fans und eigentlich aber auch alle Fans, alle Stadionbesucher eben auch ein gewisses Mitspracherecht haben, zumindest bei den Dingen, die sie tangieren. Und dass sie eben einigermaßen gleichberechtigt behandelt werden. Das heißt nicht, dass man Sponsoren zum Beispiel komplett rausdrängen will oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht aber darum, dass man eben versucht, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, was es vielleicht vor ein, zwei Jahrzehnten noch so einigermaßen gab, aber was inzwischen mehr oder weniger futsch ist. Wenn ich da nochmal einhaken darf, Ronny? Helene hat sich erst gemeldet. Machen wir weiter, dann macht Helene nach. Was ich noch mal sagen wollte, und wir dürfen ja eins nicht vergessen, die Fußballvereine sind jeweils ein ganz großer Bestandteil der Region und der Stadtgesellschaften. Und in der Regel ist es so, dort, wo die Vereine gewinnen, lacht das Volk, da lachen die Menschen. Und das ist doch das eigentlich, worum es geht. Das zu akzeptieren und das in seine Handlungsstrategien zu übernehmen, das ist doch eigentlich das große Faustpfand, was der Fußball hat. Und darum geht es doch den Fans letztendlich. Jeder möchte seinen Verein hochsehen, die Fahne soll wehen, das Wappen soll leuchten. Ja, und du willst Glanz in die Stadt bringen und du willst für deine Stadt stehen. Und das ist doch etwas Schönes, diese Identität zu haben. Aber das ist das Entscheidende, dass ich, ob es nun ein Amateurverein ist, aus der fünften Liga, aus der vierten, aus der dritten oder aus der ersten. Das sind doch die Themen, die jeden Verein betreffen an ihrem Standort. Und wenn wir uns dem nähern, dann glaube ich, sind wir schon einen großen Schritt weiter. Und dann ergeben sich die Fragen, die Helen und ihre Mitstreiter machen. Dann haben wir eine ganz andere Basis dafür. Und das ist, glaube ich, das, wofür wir uns alle einsetzen an unseren Standorten. Wir tun es hier zumindest. Helen. Ich wollte gerne nochmal das Wort Einfluss aufgreifen und das vielleicht ändern in Mitbestimmungsmöglichkeiten. Also es geht ja nicht darum, also ich glaube, wir sprechen über das Gleiche, aber ich weiß auch nicht, welche Menschen hier zuhören. Es geht ja darum, dass wir immer noch eine Vereinsstruktur haben in Deutschland und damit sind wir sehr, sehr besonders im positiven Sinne. Das heißt, bei uns spielen keine Firmen gegeneinander, auf die ich tatsächlich dann über Lobbyarbeit Einfluss nehmen müsste, sondern bei uns ist die Basis, dank 50+1 sind die Stimmanteile immer noch beim e.V., nicht alle Vereine haben ausgegliedert. Und das bedeutet, dass alle Menschen erstmal bis auf ein Verein aus Leipzig, alle Menschen erstmal Mitglied werden können in diesem Verein. Und ich kann Mitglied werden, das heißt, die Zugangsbarriere ist nicht sehr hoch und ich kann dort in demokratische Prozesse einsteigen. Und ich finde, es wird so oft vernachlässigt, wenn wir über Fußball sprechen, wie viel Aushandlungsprozesse da stattfinden, wie gut ich als junger Mensch auch demokratische Prozesse lernen kann und versuchen kann, Mehrheiten zu finden. Und dann wäre eine Zielvorstellung, wäre, dass die Beschlüsse in der Mitgliederversammlung getroffen werden und dass wir dann Repräsentanten und Repräsentantinnen in die DFL schicken und in den DFB schicken und die vertreten den Verein und nicht sich selbst. Und das finde ich nochmal einen wichtigen Aspekt, weil es ja nicht so um Lobbyarbeit geht, sondern man hat Mitgliederrechte und wir haben nochmal sehr genau geschaut. Wir glauben, es gibt noch einiges zu tun, wenn man das Wort Demokratie wirklich ernst nimmt bei Vereinen als demokratische Basis. Und wollte noch gerne auf zwei Punkte eingehen, die du angesprochen hast. Wir haben sehr konkrete Maßnahmen aufgezeigt, wie man zum Beispiel Spieleretats begrenzen kann. Das kann man zum Beispiel, wir schlagen vor, über sowas wie eine Luxussteuer nachzudenken, so ähnlich wie Lasse auch gesagt hat, also eine gemeinsame Begrenzung vom Etat zu machen. Ich darf dagegen aber verstoßen, aber das bedeutet, alles, was ich darüber ausgebe, gebe ich im Solidargedanken, sozusagen verteile ich an die Liga zurück. Ja? Und dann kann man aber, glaube ich, sowas nie unabhängig von einem Financial Fair Play diskutieren. Das bedeutet, ich darf überhaupt erstmal nur das ausgeben, was man einnimmt. Ich glaube, alle ganz normalen Menschen würden da sagen, mache ich eh nicht anders.
Im Fußball ist das aber tatsächlich was sehr Besonderes. Und auch darüber würde ich jetzt sozusagen das Geld, das im Umlauf ist, auch besser in den Griff kriegen. Es geht aber auch darum, dass ich schaue, woher kommt das Geld denn in den Fußball? Und will ich denn schmutziges Geld, will ich Geld von Menschen, die Menschenrechte mit Füßen treten? Hauptsache, es geht immer noch weiter. Wenn ich das auch begrenze, ich glaube, dann können wir über viele verschiedene Maßnahmen auch ein bisschen das zusammenfahren und dann auch über eine gerechtere Verteilung sprechen. Lasse, es ist noch nicht allzu lange her, da waren hauptamtliche Fanbeauftragte, hauptamtliche Sicherheitsbeauftragte noch nicht Verpflichtung im deutschen Profifußball. Das ist dann in die Lizenzierung eingeflossen. Lizenzierung, das ist der Begriff, man muss eine Lizenz erwerben, man muss viele Sachen vorweisen, jede Büroklammer quasi muss per Zertifikat nachgewiesen werden. Glaubst du, dass solche Sachen wie Rücklagenbildung, wie Luxussteuer, wie vielleicht eine höhere Förderung des Nachwuchses, dass man das verpflichtend machen muss, dass man die Leute erstmal zu ihrem Glück zwingen muss und später dann wieder das aus einer solchen Verpflichtung Normalität wird? Ich glaube ja. Also ich glaube, anders wird man es nicht hinbekommen. Ich finde zum Beispiel in dem Zusammenhang, also das, was du gesagt hast, dass der Nachwuchs vernünftig gefördert wird, alles richtig, was ich persönlich auch wichtig finde. Das hatte, glaube ich, ich meine, das steht bei St. Pauli, die hatten ja auch mal so ein Modell entworfen, steht das auch mit drin. Die Lizenzierung ist ja heutzutage, ist die immer für eine Saison. Also irgendwie, soweit ich weiß, wird geguckt, überlebt der Verein, der Club die nächste Saison, ist da die Finanzierung gesichert. So, das ist aber aus meiner Sicht ist das ein bisschen kurzfristig gedacht. Aus meiner Sicht muss man da langfristig und dann auch dieses schöne Wort Nachhaltigkeit, nachhaltiger denken und auch mal überprüfen, okay, was ist denn aber eigentlich in der übernächsten Saison? So, weil wir haben es ja häufig so in der dritten Liga oder auch in der zweiten Liga, dass Vereine auf einmal sich für eine Saison komplett überschulden, um unbedingt den Aufstieg zu schaffen. So, und wenn sie den jetzt nicht schaffen, dann sind die eigentlich am Arsch. So, und das muss man irgendwie versuchen zu verhindern. Dass man da eben diese Lizenzierung vielleicht nicht nur für ein Jahr macht, sondern auch in perspektivisch in die Zukunft guckt und guckt, kann der Verein auch in der Zukunft überleben? Und aber um auf deine Frage zu antworten, ich glaube ja, man muss es irgendwie festschreiben, weil sonst klappt es nicht. Thomas, jetzt ist Magdeburg abgestiegen und will natürlich auch wieder hoch, das kostet auch wieder Geld. Würdest du sagen, die Mehrheit der Fans bleibt lieber in der dritten Liga und gesundet sich finanziell und bleibt weiter stabil oder will man das unbedingt dann auch mal erzwingen? Erzwingen ist nie ein Thema. Wir haben hier bei uns in Magdeburg im Moment die gute Situation, dass wirklich gut gewirtschaftet wurde und aus dem Aufstieg in der zweiten Liga tatsächlich Rücklagen gebildet wurden und der Verein im Moment sicherlich einer der gesündesten Vereine der dritten Liga ist. Ein Aufstieg ohne Preis, um jeden Preis kann es letztendlich nicht geben, sondern was ja auch in den Fußball zurückkehren muss, glaube ich, wo wir einen Kontext haben alle, du musst dir deine finanziellen Möglichkeiten erarbeiten. Du musst schlaue Transfers tätigen, du musst manchmal vielleicht auch schlauer trainieren als andere. Ist dieser Wachstum aus sich heraus, dass du nicht nur mit Fremdkapital auf einmal den Gang durch die Linie legen kannst. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, das wir im Fußball viel stärker betätigen oder befördern müssen. Ich möchte noch ein Augenmerk auf etwas ganz anderes lenken. Wir sehen im Moment im deutschen Fußball auch, dass der deutsche Fußball zu einer sogenannten Talent-Design-Institution wird. Wir kaufen 15-, 16-, 17-Jährige quer über den Kontinent. Das wird zu einem Investmentmodell, um die Spieler dann wieder in andere Ligen zu verkaufen, insbesondere in die Premier League. Wir sehen das in der Bundesliga insbesondere, auch wenn man die ganzen Recruiting-Leute sieht, die dort durch Europa fliegen. Ich denke, auch das ist wichtig, wenn wir über den Fußball reden, tatsächlich uns überlegen, ab wann tätigen wir überhaupt Transfers? Und da stehen unsere Vereine auch ganz weit zurück. Es gab Strafen mal für Chelsea und für Atletico und so weiter. Wir kennen das aus dem europäischen Fußball. Wir müssen uns auch ganz klar überlegen, welche Kultur wollen wir pflegen? Es geht natürlich um die Nachwuchsförderung in den Vereinen und dann schränkt euch bitte schön und sagt Transfers aus dem Ausland erst ab dem 17. Lebensjahr. Auch das gehört dazu, wenn wir wieder Fußball wahrgenommen wird. Denn es kann nicht sein, dass ein 17-Jähriger aus England kommt und ein Dortmunder Fan erklärt, was er für ein Verein hat, dass der 17-Jährige sich da gut entwickeln kann. Wo sind wir denn gelandet worden? Viele Themen sind in den vergangenen Jahren hochgekommen. Fair gehandelte Trikots, Fanartikel, wo fahren Teams, in welche Trainingslager, in auch nicht demokratische Staaten. Wie divers sind eigentlich die Gremien der Clubs, wo es so gut wie keine Frauen gibt und auch kaum Menschen mit Migrationshintergrund?
Helene, jetzt, wo so viele Clubs hoffen, dass sie das kommende Jahr überhaupt überstehen, glaubst du, dass die ganzen Themen, die man mit dem Begriff Nachhaltigkeit bündeln kann, dass die jetzt wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten? Ich glaube, man darf es nicht. Also unabhängig davon, ob ich glaube, dass passiert oder nicht passiert, das darf nicht in Vergessenheit geraten. Also wenn der Fußball sich wirklich wieder annähern will an eine Basis, wenn er sich in der Gesellschaft verorten will, wenn er sich dort verankert sieht, dann kann er diese gesellschaftlichen Themen doch nicht aus dem Blick verlieren. Und wenn er immer wieder sagt, wir sind das Spiegelbild der Gesellschaft, wir sind das letzte Lagerfeuer der Nation, ja, das sind Phrasen, die müssen auch mal gefüllt werden. Und spätestens jetzt ist es, glaube ich, für jeden Menschen unglaubwürdig, wenn darauf nichts folgt. Und ich glaube auch, dass sie außer Acht lassen, welche Menschen sie denn begeistern wollen für den Fußball. Es gibt viele, viele junge Menschen, die für ökologische Nachhaltigkeit, für Maßnahmen gegen den Klimawandel auf die Straße gehen, die Politik anmahnen, endlich zu agieren. Will ich den Menschen sagen, der Fußball ist für euch nicht interessant, weil uns interessiert es nicht? Will der Fußball Menschen sagen, die für Inklusion stehen, die gegen Diskriminierung kämpfen, kommt halt zu uns und schaut ein Spiel an, aber uns interessiert es nicht? Ich glaube, es gibt gar keine Wahl für den Fußball. Und das heißt ja nicht, dass das alles Geld kostet. Es geht darum, Haltung zu zeigen in erster Linie. In zweiter Linie geht es darum, neue Wege zu erschließen, mit den Menschen zu sprechen, wie kann man es machen. Und wenn ein Trikot 80 Euro kostet, dann kann ich das auch fair produzieren. Also es erschließt sich mir nicht, wie ein 80-Euro-Trikot nicht fair produziert sein kann. Dann ist die Gewinnmarge niedriger. Aber verrückterweise wären sogar Fans bereit, vielleicht Soli-Beiträge zu leisten, wenn ein Verein sagt, wir machen jetzt hier alles fair, aber am Schluss, und wir leben nicht über unsere Verhältnisse, und am Schluss brauchen wir aber noch ein Sonderspiel, weil sonst können wir das Weihnachtsgeld für unsere Angestellten nicht bezahlen oder was auch immer. Aber ich glaube, es geht um Haltung. Es geht darum, die Wege zu finden, die es gibt, und nicht immer bei schnell eine Ausrede finden und dann wieder wegzugehen, zu sagen, machen wir in 10 Jahren, weil dann ist der Fußball nicht zukunftsfähig. Mhm. Lasse, ich weiß nicht, bei mir ist im Umfeld hin und wieder mal die Meinung, dass der Fußball hat in diesem Jahr seine starke Lobby bewiesen. Ja, trotz der Umfragen, die sich gegen einen schnellen Restart ausgesprochen haben, haben Seifert und seine Kollegen das durchgepeitscht mit einer guten Medienlobby, mit den Pay-TV-Sendern, mit der Wett Industrie, die mehr als 9 Milliarden Euro im Jahr dort umsetzt. Und ganz oft hört man aus der Kultur, aus dem Tourismus, aus der Gastronomie, warum der Fußball? Siehst du das auch so oder was entgegnest du den Leuten? Also hast du den Eindruck, dass der Fußball da bevorteilt wird? Ja, eher ja. Zu Beginn jetzt der Corona-Pandemie im März, April, da auf jeden Fall. Also da muss man ja Herrn Seifert und vor allem zugestehen, die Lobbyarbeit, die er betrieben hat, das war schon richtig gut, so aus seiner Sicht. Inzwischen glaube ich, der Fußball hat es dann so ein bisschen überspannt und viele Leute haben dann gemerkt oder haben sich auch dann dazu geäußert und haben gesagt, nee, so geht's nicht. Fußball ist wichtig, aber es ist nicht alles. Und deswegen glaube ich, hat es sich so ein bisschen gewandelt, aber dennoch ist es auch, bin ich der Meinung, ist es auch weiterhin so, der Fußball hat eine größere Lobby als weitere Kulturveranstaltungen, als Kinos, als Kleinkünstler. Und das finde ich persönlich sehr schade. So, weil der Fußball wird schon so irgendwie überleben. Und wenn man halt Spielergehälter streichen muss, dann ist das halt so. Aber die irgendwelche Kleinkünstler, die haben es deutlich schwieriger. Und die sollten eigentlich eine deutlich größere Lobby haben. Mhm. Bevor wir gleich den Stream beenden und Sie einladen, sich uns im Zoom-Meeting anzuschließen für Fragen und Kommentare, Thomas Hennings in Magdeburg, noch eine Frage. Die Debatte, man muss Ihnen jetzt vormachen, wird geprägt vor allem von Bayern München, von Borussia Dortmund, Schalke 04, die im Fernsehen die großen Einschaltquoten einfahren. Wenn du, sagen wir mal, der Chef deines Clubs wärst oder eines anderen Drittligisten, mit welchen Argumenten würdest du diesen Leuten entgegentreten, dass sie in dieser Solidarität, ja, im vielstimmigen Fußball einen Vorteil sehen und nicht nur in der Champions League, im asiatischen Markt, in Indien. Man hat den Eindruck, dass die sich nur noch um die internationale Vermarktung kümmern und die vor allem ihr Geld über die internationale Fernsehvermarktung kassieren und ja, bis zum Champions League-Achtelfinale so mehr oder weniger hinwursteln. Die Traditionsvereine, die oftmals in der dritten Liga sind, ja, aber wie macht ihr das den Großkopfwerten klar?
Was ich denen sagen würde, setzt eine Bereitschaft voraus, mir zuzuhören, uns allen zuzuhören. Und wir müssen ihnen klar machen, dass wir alle der Fußball sind. Nicht nur ein Verein und du stehst nicht an der Spitze. Wenn du dich zum Verplieg, wenn du dich zur Durchlässigkeit, zu all diesen schönen Sätzen, die wir in den Grundlagen vertreten, in den Statuten finden, dann handel bitte schon danach. Und dann muss ich nicht erklären, du musst dich um mich kümmern, du musst ihn, sondern nehme deine Verantwortung, die du an vieler Stelle gegenüber immer wieder für dich reglementierst, deine Bedeutung, dann nehme sie wahr und nehme alle mit und mache das, wofür du tatsächlich zu Recht da oben stehst. Du hast erfolgreich gewirtschaftet, Aki Watzke in Dortmund oder Kalle Rummenigge in München. Aber auch ihr seid nur Fußballer und ihr seid nur Teil unseres Systems, und zwar des Deutschen Fußballbundes. Und zu dem gehören wir alle. Vom Kreisliga C-Verein bis zum FC Bayern München. Eigentlich war das immer, auch bei vielen Präsidenten in der Vergangenheit, wenn ich da an ganz alte denke, wie Egidius Braun oder manche Sonntagsreden, die der DFB so hält, das ist eigentlich das, worauf sie sich immer ausruhen. Und dann geht doch dahin zurück, dann macht es doch und dann ergeben sich doch die Antworten von ganz alleine. Und es will doch gar keiner einem erfolgreichen Verein nehmen, dass er Fußball spielen darf. Der darf es bitte schön auch in Europa. Aber wenn sie die Bundesliga betonen, dann geht es auch um die Durchlässigkeit in den deutschen Ligen. Und am Ende ist es so, dass jemand, der erfolgreich und schlau spielt, vielleicht sogar von der dritten bis in die erste Liga aufsteigen kann, wenn wir in der Vergangenheit waren, schon seit 98. War das eine Bereicherung für das Spiel? War es eine Bereicherung für das System? Und wenn ihr eine starke Liga braucht, dann braucht ihr Publikumsvereine, ihr braucht starke Vereine. Der Fernsehzuschauer möchte einen echten Wettbewerb sehen mit viel Atmosphäre und Stimmung im Stadion. Das wären meine Argumente. Und auch Magdeburg, genau wie Freiburg, aber auch Rot-Weiß Essen oder viele anderen Standorte. Hansa Rostock, Dynamo Dresden und sonst. Wem gehört der Fußball? Diese Frage haben wir diskutiert auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Helene Breit aus Freiburg, mit Lasse Gutsch aus Hannover, mit Thomas Hennings aus Magdeburg. Mein Name ist Ronny Blaschke. Wir machen den Stream hier mal dicht, aber Sie bleiben uns bitte erhalten.